Und willkommen zurück in der Höhle des Löwen. Oder Keller des Löwen. Oder Wendigo, wohl eher gesagt. Wir sind hier auf dem Weg, suchen Mike. Chris, Sam und Emily sind vor uns. Und lassen mich natürlich hier hinten ganz alleine langlaufen. Da haben wir zu Chris gesagt, wir lassen dich nicht alleine. Und jetzt läuft er vor uns, keiner ist hier. Und sie könnte jetzt sonst irgendwer weghaschen. Was ist denn hier los? Kann ich hier lang? Siehst du, hier ist irgendwas. Das sieht nach braun aus. Oh. Okay, habe ich das gerade echt richtig gesehen? Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totenfragment war der Bedrohung durch eine zukünftige Gefahr. Das heißt, was ist denn mit ihm passiert? Kleiner Moment. Ist er jetzt... Was? Aber wie? Hat er sich dann jetzt vom Menschenfleisch ernährt oder was? Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Weil normalerweise kannst du doch gar nicht... Ich sag mal, auch wenn er jetzt gebissen wurde... Weil ich denke, ein Biss überträgt das nicht. Können wir ihm jetzt... Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, so schlau war ich. Ich habe es verschlossen. Ärgere ich mich auch schon 10.000 Mal drüber. Okay, hier geht's nicht lang. Du mit deinem kleinen Lämpchen. So. Okay. Ja. Es ändert doch nichts, Ashley. Aber wir machen's einfach mal. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als nochmal einen Stockwerk tiefer zu gehen, wie es aussieht. Halt! Hey! Was ist hiermit? Da also, liegt doch zufällig ein Rohr. So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Nö. Wie gesagt, zufällig natürlich ein Rohr ist natürlich alles. An dem ich jetzt sein möchte. Ja, sehe ich genauso. Nach euch. Na toll, Sam geht natürlich als erstes. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? War verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Oh, ein bisschen zickig, die junge Dame, oder was? Wir haben dich gerettet, wir haben alles gemacht. Und jetzt werden wir hier beleidigt, oder was? Was heißt beleidigt? Beleidigt ist ein bisschen übertrieben, aber... So, jetzt mach doch mal... Oh, oh. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, bei dir... Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber fühle ich mich schon wieder ganz schön beobachtet. Und mich würde es echt nicht wundern, wenn hier schon so ein Vieh auf uns wartet.
Wo sind die? Ja, lauf doch vor. Ist ja schön, dass wir uns beeilen müssen wegen Mike, aber hallo? Lasst ihr mal mich nicht so alleine? Ihr seid meterweit vor mir. Na, Halleluja. Gleich wird mir der Kopf abgerissen oder sonst irgendwas gemacht. Ich glaub's ja wohl. Hallo? Wer ist da? Das ist doch... Jessica! Bist du das? Wir gehen zur Gruppe. Hallo? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, lass uns lieber zur Gruppe gehen. Oh Gott! Ja, sei noch lauter. Aber ich weiß nicht, auch wenn es jetzt wirklich Jess war, aber... Da alleine lang zu gehen, ohne die... Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Ja, Freude Stein, geht weiter, ja! Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin, wir schaffen es niemals darauf. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück! Echt jetzt, Sir? Die rote Jacke. Alles klärchen. Hi, Matt. Nee, Josh. Das war Josh, nicht Matt. Aber er war auf alle Fälle nicht alleine, das steht fest. Wir klettern ganz genüsslich. Ganz in Ruhe. Ich denke mal, das ist auch echt das Beste. Drumherum klettern. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel riskieren. Los, komm, Sam. Das schaffst du. Sir? Komm schon, du kannst das schaffen. Zur Kante springen. Machen wir diesmal. Ja, nee, ist klar. Das kriegt man so hin. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Und ich ahne nichts Gutes. Das ist doch... Ist das nicht... Warte mal. Springen? Warte, wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Alles klar. Da ist was. Oder? Da war was. Oder täusche ich... Wow. Was ist denn jetzt los? Ha, warum bin ich diesen verdammten Weg gegangen? Warum? Ah, ich... Ja. Das nehmen wir. Zu 100%.
Statt gleich irgendwo anders da runter zu springen oder keine Ahnung. Ja, toll, jetzt sind wir hier. Hier war was. Oder war das nur die... Ich weiß es nicht. Hat sie das jetzt beiseite gelegt? Vorher hat sie so viel Kraft beim... Klettern oder so. Okay, sie hat's wieder. Verdammte. Ja, wenn ich das gerade wüsste, Bulang. Wir laufen jetzt hier lang. Das heißt, wir kommen von da hinten, glaube ich, rein, oder? Was mich jetzt natürlich aber noch interessieren würde, obwohl ich mich gar nicht traue, ob hier zum Beispiel noch irgendwas lag. So, ich meine, wir haben noch nicht alle Tote. Aber ich traue mich nicht. Ich habe echt Schiss gerade auch wieder. So. So. Was ist das? Das ist ein Kanister. Oh, Kakerlaken. Juhu. Ich glaube, die hatten wir auch irgendwie mal ausgewählt. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Nein. 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 Da gehe ich jetzt nicht lang. Da ist eine Brücke. Wir können da von hier hinten schon rein, oder nicht? Oder? Wir gucken da jetzt auf alle Fälle hin. Weil es wäre jetzt natürlich der kürzeste Weg. Hallo? Ja. Okay, wir kommen da anscheinend nicht rein. Ach so. Blödsinn, sorry. Wie war das? Genau, L1 war schneller gehen. Das machen wir jetzt mal. Wir nehmen mal jetzt hier nicht den normalen Gang. Nochmal ein bisschen Tempo. Okay, wir müssen anscheinend da lang. Da hätten wir auch den anderen Weg nehmen können. Wir gehen aber gleich hier lang. Auch wenn ich jetzt was verpasse, aber mir ist das jetzt gerade sowas von... Sowas von Rille gerade. Ich möchte das hier einfach nur noch, dass das alles ein Ende hat. Ja, natürlich. Mann. Wow. Fuck. Da würde ich doch dann jetzt nicht freiwillig da reingehen wollen. Warum? Wieso machst du das? Was ist das für ein Spiel? Ich gehe doch dann da nicht freiwillig rein, ganz ehrlich. Wenn mich da gerade so ein Vieh anguckt... Okay, ich wäre doch reingegangen. So los, komm schon los jetzt! Marshmallows?
ich die Waffe? Okay. Lebendig zum Beispiel. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt, nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh. Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Oh, los, oh, los, komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der Verdrehung. Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Was? Muss ich hier eigentlich lang? Naja, es kann ja heiter werden mit ihm hier. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbe. Ich schwöre.
keine Befehle mehr an. Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Jemand hat die Wendigos eingefangen, hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt, habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Juhu! Oh Gott! Aber den Trip von Josh, den möchte ich auch nicht haben, mit dem möchte ich jetzt kein Stückchen tauschen. Nein, wir nehmen das Rad. Das ist ihre Uhr, oder? Bess. Ich komme nicht zu diesem Wasserrad. Okay, das heißt, wir müssen hier runter. Hier ist noch... das hätte ich fast übersehen. Hier ist noch ein Totem. Ein Glückstotem. Schauen wir uns an. Irgendwie... Warte. Das Haus brennt. Das. War da der Hund? Der Wolf? Nee, die anderen stehen alle auf. Okay. Tja, dann müssen wir wohl hier lang. Gut. Ich gehe rein. Echt jetzt? Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Toll, ich bin noch nicht tot. Juhu. Ich spüre meine Finger nicht. Boah, ich wäre hier niemals freiwillig reingegangen. Ich glaube, das habe ich schon an so vielen Stellen gesagt. Aber es ist halt echt so. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich habe was mit dem... Ich weiß gerade echt nicht, wie ich am besten gehen soll, weil es war was mit dem Wasserrad. Das Wasserrad war Glück. Die Frage ist, ob ich von da aus dort noch hinkomme. Wir gehen mal zurück. Ich klettere da mal hoch. Vielleicht ist da irgendwas. Ich kann mich jetzt natürlich auch total falsch entscheiden. Aber
Wir gehen mal hier hoch. Da hinten war eine Tür. Wie gesagt, vielleicht ist es auch komplett verkehrt. Man weiß es nicht. Was ist das? Oh shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Bess Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Bess Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Tut mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich musste, es ging nicht anders. Was heißt das? Schuss. Tag 30. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Hungry. Immer nur Hunger. Okay. Oh Gott, das ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah. Gut, Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Okay. Dann gehen wir wieder eine Runde schwimmen. Und ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig zu Josh. Bevor er nicht ganz durchgedreht ist und die Gefahr wirklich aus ihm herausbricht, so wie es war. Denn das wäre echt fatal. Danger? Nope. Können wir hier irgendwie lang? Ne, hier können wir gar nichts machen. Kein Stückchen, okay. Dann müssen wir wohl da. Oh. Das ist ja er, oder nicht?
keine mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Kumpel. Nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Okay. Ich vertraue euch. Oh. Er ist heil oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Sie grub besser aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann geh ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Echt jetzt so? Wir lassen die da einfach alleine klettern? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, so fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Na toll. Aber Hannah? Weiß, wird Hannah gewesen sein da im Wasser? Nein. Ist ja hier auch irgendwo und wir gehen jetzt. Gehen wir jetzt gerade echt wieder zurück? Wir laufen ja doch jetzt hier gerade wieder direkt in die Arme, oder nicht? Nein. Mike, sie war doch da. Oh Gott. Ich habe kein gutes Gefühl. Alter. Nein. Du bist nicht real. Doch, sie ist real. Nicht. Doch. Hannah.